Die Idee kommt eigentlich von Max Breitner, beziehungsweise einer Zeichnung, die er gemacht hat 1970. Und da ist die Bildidee, dass man ein Stadion sieht, wie hier jetzt im Hintergrund. Das ist eigentlich schon die Zeichnung, koloriert allerdings, im Original ist es schwarz-weiß. Wir haben eigentlich wie drei Felder. Das heißt, also es kann jemand für 5.000 Euro eine Baumpatenschaft erwerben und er unterstützt und ermöglicht damit das Projekt. Die zweite Ebene ist die, dass wir Firmen ansprechen können. Könnt ihr uns die und die Maschinen zur Verfügung stellen oder könnt ihr uns für den Zeitraum die und die Menschen zur Verfügung stellen? Die dritte, das ist die, wo wir natürlich Menschen ansprechen. Also das heißt, das sind Sammler, das sind Mäzene, engagierte Menschen, die sagen doch, wir unterstützen dieses Projekt halt dann auch mit dem Griff in die Privat- oder Firmenschatulle. Weil das die spannendste Zeit ist, da spielt die Natur wirklich ein Spektakel liefern. Das heißt eben die ganze Veränderung, farbliche Veränderung und man erlebt eben auch die zeitliche Veränderung, eben in der man am Schluss halt eben der Baum sich auf den Winter einstellt. Täglich von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr. Die Wahrnehmung wird in erster Linie verändert oder geschärft oder hinterfragt, auch die eigene. Und das ist eigentlich ein Mechanismus oder etwas ganz Wichtiges, was bei diesem Projekt passiert. Bei kunstaffinen Menschen, sage ich jetzt mal so, steht er da vielleicht wie eine Skulptur oder eine Installation. Aber für einen anderen ist es vielleicht sogar etwas eher viel Dramatischeres, nicht? Indem man nämlich das in Verbindung bringt mit der ganzen Entwicklung des Klimas. Und er empfindet oder sieht das tatsächlich vielleicht eben auch als ein Mahnmal.